Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch ein Pfirsichtörtchen zeigen. Nicht gebacken im Backofen, sondern zubereitet bzw. gegart unter Druck in der Cookformi. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und beim Ausprobieren. Den Anfang machen 3 Eier, ein Päckchen Backpulver, 4 Esslöffel Mehl, 3 Esslöffel Zucker, 50 ml Sonnenblumenöl, einen Teelöffel von unserem hausgemachten Vanillezucker, und verrührt. Die Form wird nun mit etwas Butter ausgerieben. Und der Tortenboden kann mit Früchten nach Wahl belegt werden. Ich habe mich heute für Tortenpfirsiche entschieden. Die Früchte tropfen ab und wie gesagt, der Boden wird belegt. Der Teig auf den Früchten vorsichtig und gleichmäßig verteilt. Und der Kuchen wird nun mit Frischhaltefolie abgedeckt. Das Ganze wird dann mit einem Gummi fixiert. Die Frischhaltefolie dient übrigens dazu, dass das Kondenswasser nicht auf diesen Kuchen tropft. Käsekuchen sollte man die Form mit dem Teig mehrmals auf die Tischplatte klopfen, damit die Blasen, die vom Einfüllen des Teiges im Teig sind, verschwinden. Dann wird das Körbchen eingesetzt. 1 ml Wasser werden angegossen. Und der Kuchen wird eingesetzt. Per manueller Einstellung, garen unter Druck, gart unser Pfirsichtörtchen für 45 Minuten. Und ich verlasse das Programm. So schaut mein Törtchen aus. Musik